Hallo Leute, Katharina Luther war die Ehefrau von Martin Luther. Und ihr habt wahrscheinlich den Film gesehen vom ARD, der ziemlich gut ist und ziemlich schön die Atmosphäre der Zeit und für diese Frau und für diesen Mann wiederbringt. Aber was können wir von der Frau lernen? Was können wir lernen von Katharina Luther? Drei Punkte. Der erste Punkt, den wir von Katharina lernen können, was ihr auch im Film gesehen habt, ist: Erstens, sie hat Gottes Stimme erkannt und sie hat gelernt, darauf zu hören. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, wenn ihr den Film gesehen habt, an die Szene, wo sie so die Schriften von Martin Luther das erste Mal bekommt und sie liest. Und die Schrift hieß Die Freiheit eines Christenmenschen und sie ist total begeistert. Sie hat in diesem Kloster gelebt und wie wir wissen, waren damals Kloster eigentlich eine ziemlich heuchlerische Angelegenheit. Es war nicht so gut, wie es sein sollte, nicht so heilig. Und die Leute haben eigentlich ziemlich unchristlich gelebt. Und Katharina hat es gemerkt und hat sie in dieser Schrift Die Freiheit eines Christenmenschen, die gerade von Martin Luther geschrieben wurde, hat sie dann entdeckt, wie sie eigentlich leben sollte, was richtig sein soll, dass der Mensch eigentlich frei sein soll. Und das Geniale an dieser Frau ist, und was wir lernen können, sie hat darin Gottes Stimme erkannt und sie hat auf die Stimme gehört. Jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn wir in einer Situation sind, wir denken, das wäre jetzt das Gute, was ich tun soll. Ich glaube, das ist richtig und das andere wäre nicht richtig. Was tun wir? Das können wir lernen von Katharina. Erstens, dass wir erkennen, ist es die Stimme Gottes, was gerade spricht? Und zweitens, wenn es Gottes Stimme ist, dann höre ich und dann gehe ich, so wie Katharina. Sie hat gesagt, ich verlasse das Kloster, ich gebe alles auf und ich tue es. Und so sollen wir auch sein. Die zweite Sache, die wir von Katharina Luther lernen können, denke ich, war, sie hat angepackt. Wenn ihr den Film gesehen habt, sie war eine Frau, die ständig angepackt hat. Sie ist in dieses Anliegen von Martin Luther gekommen, hat gesehen, dass alles drunter und drüber ist, alles total unordentlich und sie hat erstmal richtig aufgeräumt. Und ihr kennt vielleicht noch die Szene, wo sie so in den Garten geht, alles ist von Gestrüpp überwachsen und dann sieht sie einmal hier eine Blume und sie erkennt, das ist eine ganz besondere Heilpflanze. Dann sieht sie noch eine andere und sagt Martin Luther, schau mal, das ist hier eigentlich ein Heilgarten von einem Kloster gewesen. Und sie fängt an, den Garten aufzuräumen und hier wieder klar Schiff zu machen. Sie war eine Frau, die angepackt hat. Und ich glaube, das können wir von ihr lernen. Wir können Menschen sein, die anpacken und die sich mit guten Dingen beschäftigen. Und die sich nicht zufrieden geben mit dem, was sie haben, sondern die wirklich etwas tun, etwas leisten. Ich glaube, das können wir von ihr lernen. Kommen wir zum dritten Punkt. Was war besonders an Katharina Luther? Was können wir von ihr lernen? Ich denke, der wichtigste Punkt ist der dritte Punkt. Das Besondere an ihr war, dass sie nicht so sehr auf die Menschen gehört hat und auf das, was für Menschen wichtig ist, sondern dass sie mehr auf das gehört hat, was Gott wichtig ist. Und sie hatte diese Schrift gelesen, sie hat erkannt, es ist von Gott. Und es war ihr wichtiger, Gottes Willen zu tun, als das, was Menschen denken. Und auch heute ist es so, dass wir einerseits eine starke Gesellschaft haben, die uns mit ihren Werten auf die Pelle rückt und versucht, ihre Werte uns aufzuzwingen. Und gleichzeitig haben wir das, was Gott möchte von uns. Und das lesen wir in der Bibel. Und das ist manchmal ganz anders, was Beziehungen angeht zum Beispiel. Katharina hätte so sein können wie die Leute im Kloster. Im Kloster hatten sie damals keine christlichen Beziehungen. Auch wenn sie eigentlich dazu verpflichtet waren, keusch zu leben, haben sie oft das Gegenteil getan. Und dabei sind dann oft Kinder herbei rausgekommen, die sie teilweise einfach kaltblütig ermordet haben. Wir sollten nicht so sehr auf die Menschen hören, was Menschen sagen, was unsere Freunde sagen, sondern das, auf das, was Gott sagt. Auch im Thema Beziehungen, auch im Thema Arbeit und im Thema, wie behandle ich meine Freunde. Wir sollten mehr auf das hören, was Gott sagt, so wie Katharina es gemacht hat. Ihr war es nicht so wichtig, dass sie verspottet wurde und dass die Leute sie schlecht behandelt haben und schlecht über sie gedacht haben. Ihr war wichtig, was Gott sagt. Und das sollten wir auch von ihr lernen. Und wie immer, auf die Wahrheit kommt es an und die Wahrheit wird uns frei machen.